Ja, moin Leute, der Hansel alias Kipper Schmidt hier. Wir spielen hier eine Hardcore-Roleplay-Simulation auf GTA 5 Basis. Und wir spielen hier quasi einen ehemaligen Kapitän eines Containerschiffes, der, das werden wir im Laufe der Geschichte noch erfahren, aber kurz schon mal gesagt, mehr oder weniger von einem ehemaligen Freund und Geldgeber sowie seiner Crew betrogen wurde und letztendlich dann jetzt hier in Los Santos gelandet ist, dort dann quasi seine erste Zeit im Gefängnis verbracht hat, weil er beschuldigt wurde, das Containerschiff geklaut und die Crew entführt und gezwungen zu haben, mit ihm nach Los Santos zu fahren. Ja, und jetzt ist er quasi frisch aus dem Gefängnis entlassen, steht hier ohne Geld, ohne Wohnung, ohne jegliche Habe auf der Straße mehr oder weniger, ja, und ist auf der Suche nach einer Existenz, auf der Suche nach Antworten, ja, und letztendlich auch auf der Suche nach Geld und natürlich der Liebe. Ja, und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg dahin jede Menge Abenteuer erleben werden und einige Freundschaften schließen werden. Und vielleicht habt ihr ja Spaß, den Hansel alias Skipper auf dem Weg zu begleiten. Ja, wie es halt bei solchen Spielen ist, passiert am Anfang natürlich immer relativ wenig. Das heißt, wir werden mehr oder weniger mit Low-Budget-Jobs unsere, ja, ich sag mal, Grundexistenz sichern, dass wir was zu trinken, was zu essen haben, vielleicht irgendwann an ein kleines Auto kommen. Ja, in der ersten Folge werden wir jetzt erstmal ein paar Freundschaften schließen. Der ein oder andere wird vielleicht erkennen, wen wir da kennenlernen werden am Ende, aber ich hoffe, ihr habt alle Spaß bei der Folge. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt los, ne? Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Jo, Skipper hier. Moin, moin. Was geht ab? Moin. Was Ja, geht? moin. Wie geht's Ihnen? War ganz gut. Anstrengender Flug gewesen, viele Schwierigkeiten, aber Uiuiui. Aber jetzt sind ja, Sie gut endlich bin ich angekommen. hier, ne? Ja, das ist doch schön. Willkommen in Los Santos, mein Freund. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Wer sind Sie denn überhaupt? Oh, ich bin der Hansel Schmidt, aber du kannst mich auch Skipper nennen, so nennen mich meine Freunde. Skipper. Skipper, jo. Kapitän zu Wie See. dieser Pinguin oder wie? Nee, wie der Kapitän zu See. Aber ich bin leider mit Ah, meinem. Kapitän sind sie also. Ja, wie war ich? War ich. Mein Schiff ist leider, ja, wie soll man sagen, lange Geschichte. Kann ich Ihnen am besten mal, wenn es Sie interessiert, zu späterer Stunde beim Bier oder so erzählen. Aha, okay. Bin jetzt gerade dabei. Aber wollten Sie sich gerade ein Fahrrad kaufen oder was machen Sie hier? Jo, jo, richtig, richtig. Aber der Herr hier akzeptiert meine EC-Karte nicht. Und ich habe leider kein Bargeld dabei. Und tja, jetzt stehe ich hier, ne? Bin den ganzen Weg hierher gelaufen. Und jetzt sagt er, sagt hier mir, keine EC-Karte und ja. Naja, ne? Was man nicht alles macht, um sich besser zu bewegen können, ne? Richtig, Der richtig. Herr hier vorne. Tja. Sagen Sie mal, wollen wir nicht Wissen vielleicht Sie, wie ein. teuer das ist? Oder hier ein Fahrrad? Oder? Ja, so ein Fahrrad kostet wohl $98. Da macht man nichts, ne? 98 Dollar, okay. Moin, moin. Moin, was geht ab? Tja. Hey, wie heißen Sie denn überhaupt, wenn ich fragen darf? Sie sind ja gerade frisch angekommen. Ach, Sie können mich einfach Frank nennen. Ah, Frank. Grüß dich, Frank. Tja. Ja, Frank, wollen wir denn nicht vielleicht einen, ich sag mal, Deal machen? Vielleicht kannst du mir einfach das Geld für das Fahrrad leihen.
Und dann fahren wir gleich gemeinsam in die Stadt und dann gebe ich dir das direkt zurück. Und im Gegenzug dazu würde ich dir einen Job auf meinem Kutter verschaffen. Ich habe hier einen Fischkutter, mit dem fahre ich jeden Morgen raus zur See. Da kann ich immer ein paar gute Matrosen gebrauchen. Ja, kommen Sie mal mit, dann würde ich hier ein bisschen Geld leihen. Ja, das ist doch super. Dann machen wir das doch. Komm mal, wir müssen hier irgendwo hin. Ich muss gucken, ich habe ein großes Portemonnaie, muss ich erstmal finden. Hier, da ist schon mal ein Bier zum Einstand. Ach, das will ich aber sofort. Ja, würde ich sagen, ne? Trinken wir direkt mal einen drauf. Lecker. Ja, nicht. Wo ist das denn her? Oh, das gab's hier gar nicht so weit weg von hier im Shop. Da, okay. Da hat mir die nette Dame das verkauft. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Irgendwas mit E. So ein Tankstellen-Shop oder wie? Ja, irgendwie sowas. Irgendwie ja, Erna oder sowas. Die von der Tanke, naja. Ja, die Erna von der Tanke, die hat mir das verkauft. Das ist, aber man nimmt was man kriegen kann, ne? Ja, richtig. Hey Leute, ihr habt nicht zufällig 5 Dollar? Ich habe wie gesagt leider gar nichts. Ich wollte mir auch ein Fahrrad kaufen und der sagt da drüben, der akzeptiert meine EC-Karte nicht. Ja, das Problem habe ich auch und ich habe 5 Dollar zu wenig im Bau. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der Frank ein paar Dollar über. Hey Frank, wie sieht's aus? Kannst du mir 5 Dollar leihen? Oh, 5 Dollar ist aber schon eine große Summe. Nee, ja, das soll kein Problem sein. Das wäre der Wahnsinn. Ich muss hier nur mal eben mein Portemonnaie ein bisschen suchen. Wie heißt denn du überhaupt, mein Freund? Ich bin der Kalle. Ah, moin Kalle. Ich bin der Hansel, moin. Aber kannst mich auch Skipper nennen. Meine Freunde nennen mich immer Skipper. Skipper hört sich vernünftig an, ja. Jo. Du bist neu hier? Ja, mehr oder weniger seit... Also ich bin schon recht lange hier, habe aber die erste Zeit hier direkt im Knast gesessen. Ich bin hier mit meinem Containerschiff gestrandet. Und jetzt seit gestern bin ich aus dem Knast raus und ja, jetzt mal gucken, ne? Ja, war direkt ein guter Start, ne? Ja, war direkt total toll. Ich wollte eigentlich nur eine Lieferung abliefern, gar nicht lange bleiben und dann auf einmal hieß es am Hafen so, nö, das Schiff gehört ihnen gar nicht. Sie haben das geklaut und ja, ohne Beweise stand ich dann da. Da gab's dann leider nicht viel zu machen. Oh, bist du Drivers Paradise kommt, die verschenken die ganz alten Autos zurzeit. Ach, das ist gut zu wissen, ja. Dann können wir ja da morgen mal hingehen. Also, bitte den Führerschein schon haben, sagen sie. Ja gut, den kann man ja bei der Polizei recht, ja was heißt recht einfach, man muss ein, zwei Mal ins Gesetzbuch geguckt haben. Aber genau. Dann kann man den naja machen, ne? Genau, und dann bin ich da zufällig vorbeigekommen und die hat mir halt erzählt, dass die davon ein paar rumstehen haben und die verschenken. Ah, oh, das war gut zu wissen. Ja, danke für den Tipp, Kalle. Jo, kein Problem. Ja. Magst du mir vielleicht mal deine Nummer geben, Kalle? Vielleicht können wir uns dann ja in Zukunft mal sonst bei sowas unterstützen. Klar, gerne. Bist du bereit? Jo. Das ist die 90. 90, ja. 41. Mhm. 11. Mhm. 19. 19. Also 9, 0, 4, dann 4 Einsen und eine 9. 1, 2, 3, 4, genau. Jo, alles klar. Magst du mir deine auch noch heben? Jo, warte. Bist du bereit? Jetzt ja. Okay, das ist die 84. Dann die. Namen? Skipper. Kannst du mir einfach unter Skipper einspeichern. Jetzt die Nummer. Jo. Das ist die 84. Und dann 05. 1-0
Und die 9-2. Haben sie es bekommen, die 5 Dollar? Das wollte ich nicht. Wie meinst du das? Die 5 Dollar habe ich auf jeden Fall bekommen. Jo, danke. Und für meinen kleinen Ausraster gerade will ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Also, ich habe gar nichts gesehen, ehrlich gesagt. Die 5 Dollar finde ich auch irgendwo noch auf der Straße. Das ist auf jeden Fall korrekt. Die lassen sich einfach machen. Warum? Wie verdient man denn hier am besten sein Geld, wenn du sagst, es liegt auf der Straße? Ja, das nicht unbedingt, aber ich denke, man hat zum selber schon mal gehört, dass man hier auch ein bisschen Fenster putzen kann. Da kriege ich die dann auch schnell wieder raus, also ja. Die 5 Dollar sind jetzt nicht so das Problem. Okay. Für den Anfang kann man echt immer ganz gut Fenster putzen und auf der Baustelle da ein paar Aufträge erledigen beim John. Und okay. Dann, keine Ahnung, ich habe mir zum Beispiel jetzt frischen Fischkutter gekauft. Wenn du willst, kannst du da gerne mal mit rauskommen, dann würde ich mich einfach bei dir melden, sobald wir in See stechen. Und dann, wenn du Zeit hast, kannst du dich da gerne anschließen. Genau, ja, du kannst auf jeden Fall mal durchrufen und wenn es bei mir gerade passt. Jo, gerne. Ja. Ich sag mal, auf so einen Fischkutter, da passen Skipper, ja... richtig? Jo, Skipper, genau. Da passen ja 4-5 Leute auf so einen Kutter. Wie viel wolltest du gleich? Ja, ich bräuchte die kompletten 98. 98? Weil, wie gesagt, ich habe gar kein Geld mit. Ja, ich aber dafür steht aber der Deal, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, okay. Jo, danke dir. Ja, hier, bitteschön. Ja. Sonst gib mal eben deine Nummer auf, Frankie, dann speichere ich dich auch mal direkt ein. Ah, kurzen Augenblick. Ich hab die doch hier irgendwo liegen gehabt. Ach, da ist er. Okay, bist du bereit? Jo. Die 93 99 11 2-3. Jo, alles klar. Weiß ich Bescheid. Kannst du mir deine auch gleich mal geben? Jo. Bist du bereit? Nee, noch nicht ganz. Super, ne? So, Leute, ich würde mich auf jeden Fall erstmal weitermachen, Skipper. Jo, alles klar. Ich melde mich, sobald wir in See stechen, melde ich mich und wenn du da bist, komm gerne mit. Und Frank, danke für den Fünfer. Wenn wir uns mal wiedersehen, kriegst du auf jeden Fall zurück. Ach, das macht nichts. Alles klar, danke. Mach's gut, ne? Jo, bis dann. Bis dann. Dann leg mal los. Jo, 8-4. 05 10 92. Das war's oder wie? Jo, jo. Kommt jetzt das Fahrrad her. Ach so, du hast gerade das. Ah, okay, okay, verstehe. Jo, Frankie? Jo, Mann, was geht? Jo, klappt, alles gut. Schön, hat das. Jo. Jo, alles klar, Frankie. Schön. Sollen wir uns dann mal eben hier was auch so. Hast du jetzt was davor gehabt? Ja, ich würde mir jetzt auch so ein Fahrrad kaufen und dann würde ich aber, glaube ich, damit auch ins Hotel fahren. Ich habe einen ziemlich anstrengenden Tag gehabt. Würde ich mich wohl schlafen legen. Morgen früh geht's ja wieder frisch raus in die See, ne? Sag mal, kennst du hier so einen Klamottenladen vielleicht irgendwo in der Nähe? Ja, können wir gleich zusammen noch eben hinfahren. Ich weiß allerdings nicht, heute Nachmittag und im frühen Abend haben die da alle wohl gestreikt. Kann gut sein, dass sie immer noch streiken. Müssen wir mal schauen. Ja, ich eher noch. Mal sehen. Vielleicht, wenn sie mein schönes Gesicht sehen, ne? Ja, das kann natürlich sein. Ist wirklich auch schön. Ist wirklich auch schön, also. Da
Danke, ich werde das ja gern zurückgeben, aber. Ja. Ja, dann fahren Sie mal los. Ich würde Ihnen danken. Ja, Leute, da haben wir uns mal so ein Fahrrad jetzt gegönnt. Oder ist der Frankie? Jo, Frankie, was ist los? Ich hab gesagt, du kannst ein bisschen schneller fahren, ne? So langsam bin ich jetzt auch nicht. Du hast noch gar kein Fahrrad. Ja, ich dachte, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufe, habe ich ja kein Geld mehr. Ach so, ja, ich kann dir, sobald wir im ATM sind, kann ich dir das Geld zurückgeben, ne? Dann kannst du dir von dem Geld dann so, Klamotten holen. Gut, dann schnapp ich mir auch nochmal ein Fahrrad. Ja, ja, sicher, sicher. Sonst, nee, hol dir ruhig Fahrrad, also. Der Frankie will sich einfach kein Fahrrad kaufen. Ja, gut, erstmal auf dem Fahrrad angeschnallt, ne? Ach Gott, ich glaube, das endet hier nicht gut mit dem Fahrradfahren, aber naja. Wollen wir eben auf die Map gucken. Ach, jetzt kriegen wir das sogar angezeigt hier, ja, nice. Hat das Fahrrad denn hier eine Hupe? Eine Klingel? Frankie fährt einfach in die falsche Richtung. Naja. Yo, Frankie! Wo bist du jetzt hingefahren? Ja, du bist in die falsche Richtung gefahren. Wir müssen in die andere Richtung. Ja, fahren wir mal hinterher. Ja, ich bin hier noch ein bisschen neu. Ich dachte, ich folge dir einfach mal. Jo, alles klar. Wir müssen jetzt hier gleich links, ne? Ja, gut, dann leg auf. Jo. So, da kommt er. Oh, weil ich bin auch nicht fallen, aber gut. So, mal wo ich ihn kriege. Jetzt haben wir hier mal eben Querfeld ein. Ist ja immer noch ein BMX-Rad, ne? Ja, nur hier müssen wir, glaube ich, hier, genau. Ah, scheiße, das ist alles gar nicht hier. Oh Gott. Moin moin. Die streiken, glaube ich, immer noch, ne? Ja,
Staat wollte die mir was verkaufen, aber ich bin aber zu dem Herrn hier gegangen und dann wollte die mich jetzt auch nichts verkaufen lassen. Das ist natürlich scheiße. Na doch! Frankie, komm mal her. Stell dich mal ganz links hier dran, dann spricht die mit einem. Ich hätte ja gern eigentlich eher so ein klassisches matrosengestreiftes T-Shirt, so, versteht aber nicht mein? Und so eine Bommelmütze, so wie das so ein Captain halt hat. Aber habe ich bisher, ich war noch nicht bei Ponson Boys, vielleicht gibt's da sowas, aber. Obwohl hier, was macht denn der Hund da? Ja, hier gab's das halt noch nicht. Und bei dem anderen auch nicht. Ja, so was in der Art hier. Aber mit Ärmeln, weil so Muscle-Shirts finde ich ja sowohl hier als auch im, ich sag mal, Off-PC quasi. Sehen so Muscle-Shirts immer hart bescheuert aus. Aber naja, muss ja auch jeder selber wissen. Geil. Perfekt! Was ist da die 198, 40 Dollar? Ja, das stimmt wohl. Oh. So, 42 Dollar. Muss jedes Mal tippen oder was? Oh! Hey, war ich denn letztes Mal? Ah ne, das waren so scheiß Mützen. Jetzt liebt sich keiner mehr. Jetzt macht keiner mehr Faxen hier mit denen. Ah, Helden. Frankie, da bist du der größte Banger hier. Das ist ja. Da macht einmal jemand mehr Faxen und dann halt Kopf nach unten. Hm. So, haben wir gekauft. Perfekt, Junge. Gleich zu so einer Garage. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man die Fahrräder da auch einparken kann oder wie das ist. Was meinte Finn denn eben mit so einem Pinguin? Ach doch, 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 stimmt. Hier aus Madagaskar, ne? Stimmt. Bin gar nicht drauf gekommen. Skipper war für mich also ein Skipper. So, ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zur Garage. Gucken wir mal, ob man das Fahrrad einparken kann. Holen wir uns morgen mal so einen Fischkutter und dann gucken wir mal, ob wir mit Frankie auf jeden Fall zu der Schule an. Ich weiß nicht. Jo, Skipper hier. Jo, Skipper, wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich hab doch gesagt, ich fahr zur Garage. Ja, hab ich nicht gehört, Mensch. Achso. Ja, ich fahr zur Garage. Ich weiß gar nicht, ob der mein Fahrrad da auch akzeptiert. Ist ja in dem Sinne kein Auto. Guck mal eben, wo die ist hier. Dann komm ich da auch. Ja, ich fahr oben zu der Garage hier bei. Warte mal. Ja, okay. Da nähe Stadtpark, die. Ja, dann bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Ja, jedenfalls fahren wir auf jeden Fall da mal mit Frankie fischen. Mal gucken hier, der komische Typ, den wir da kennengelernt haben, wie hieß der nochmal? Kalle oder was? Den nehmen wir auch mal mit, wenn er da ist. Ja, und dann mal schauen, ne? Ja, würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick hier und dieser wunderschönen Fahrradtour durch das Inventar in Los Santos beenden wir mal die heutige Folge. Ich hoffe,
voll durchgefallen. Am Anfang ist halt immer wenig los, ne? Sobald wir jetzt losgehen, ich denke mal, das nächste Mal, wenn wir mit dem Fischkutter rausfahren, passiert ein bisschen mehr. Ansonsten hoffe ich, hat es euch gefallen. Bis bald dann, ne? Tschüss, euer Skipper.